Charlie, befinde mich diesmal wieder in Ostholstein und zwar im Dammloser Wald. Und wie ihr seht, Trüffel habe ich dabei, aber das hier ist ein richtiger Urwald und wir wollen mal gucken, dass wir hier Pilze finden. Ja, dann wünscht mir mal Trüff Trüff. Ich wünsche euch viel Vergnügen mit dem Film. Bis dann mal. Ja, gar nicht weit gegangen, da finde ich hier schon ziegelrote Schwefelköpfe. Ja, die sind natürlich nicht essbar. Lassen wir auch schön stehen. Das sind also Schwefelköpfe. Ja, hier steht ein grüner Knollenwetterpilz. Nehmen wir mal raus. Ach, jetzt habe ich die nicht mitgekriegt, die Knolle. Schade. Schade, schade, schade. Aber man kann den Ring sehen. Und das ist einer. Das ist ein grüner Knolli. Ja, hier wachsen zwei Dachpilze. Wunderbar aus dem Holz. So wie er sein soll. Also bilderbuchmäßig. Ja, dies ist hier nochmal ein Knollenblätterpilz. Den habe ich jetzt mal mit Knolle rausgekriegt, wie man sieht. Ja, oben sind noch Hüllreste am Hut, also ganz typisch Knollenblätterpilz. Sehr, sehr giftig. Ja, hier stehen Täublinge. Ich habe gerade mal einen rausgenommen. Die Lamellen sind biegsam, die brechen nicht ab. Ja, und schmecken tut er mild. So, Lederfrauentäubling. Ich muss den mal zu Hause näher bestimmen. Ja, auch hier wächst das klebrige Hörnchen schon. Es kommt so zaghaft aus diesen Baumstoben raus. Ja, hier finden wir einen ganz eigenartigen Pilz. Sieht aus wie ein Porling. Ist gelb, von oben sogar wie ein Pfifferling, so ähnlich. Ist aber ein Porling. Ziemlich fest. Holzartig, würde ich bald sagen. Ja. Ja, hier wachsen Schwammpilze. Ich nehme mal einen raus. Ja, Ziegenlippen. Ja, die nehmen wir mal mit. Ja, das möchte ich euch mal nicht vorenthalten, Leute. Hier ist ein Ufer, da steht voller kleiner Pilze. Alles voll. Ja, es geht so langsam los hier im Dammloser Wald. Also Pilze gibt es hier, aber noch nicht die richtigen, würde ich sagen. Hier das scheinbar Flemmlinge. Interessante Trameten. Nochmal ein grüner Knollenblätterpilz. Ja, da muss man mal näher hingucken. Sehr interessant, dieser Pilz, ne? Guckt euch das mal an, die großen Poren. Das ist hier ein echter Urwald, der Dammloser Wald. Ja. Oh, ist der groß, der Täubling. Guckt euch den mal an. Der bleibt auch hier im Wald. Ja, da braucht man lange nicht zu raten. Wenn man das kleine, wenn man das rosa an den Stich sieht. Ja. Ein bisschen groß, grobporigeren Schwamm. Das ist ein Bitterling, das ist ein Gallenröhrling. Ja, einen essbaren Pilz ist noch nicht viel zu finden. Außer Täublinge, aber die tue ich am liebsten in ein Mischgericht. An Schwammpilzen, wie gesagt, Ziegenlippe und Gallenröhrlinge, bis jetzt gefunden. Ja, Dammloser Wald. So ganz einsam und verlassen wächst hier ein Maröhnchen. Guck mal. Naja. Schon leicht zerfressen und zerwurmt. Bleibt im Wald. Ja, hier am Fuß einer Lärche finden wir gerade hier Goldröhrlinge. Der ist schon ziemlich ausgelutscht. Da hat die Schnecke sich schon ganz gütlich getan. Aber der hier ist gut. Da ist noch eine Schnecke am Mampfen. Die tun wir gleich weg.
Eine Mampfschnecke. Hier labt sich gerade eine Schnecke an einem grauen Wulstling. Ich kann euch mal zeigen. Da. Sagt die sich, die schmeckt gut, der graue Wulstling. Ja, hier steht ein rehbrauner Scheidenstreifling. Nimm den mal raus, schade, Scheide wieder drin geblieben. Aber es kommt ja hier drauf an, auf den Rand, den Hutrand. Ja, wenn das mal scharf steht, da, jetzt kann man es sehen. Der ist gerieft, nicht rehbraun. Und im Gegensatz zu dem Safrangelben, den ich im Sauerland immer finde, ist der Stiel glatt, während der bei dem essbaren Safrangelben geschuppt ist. Ja, da ist auch der Trüffel. Der sucht sich jetzt einen schönen Baum zum Pipi machen aus. Ja, Leute, ich habe nicht mehr dran gedacht, aber hier steht tatsächlich ein Steinpilz. Sieht man schön Steinpilz. Guck mal. Also langsam kommen sie. So, Trüffel, hier, such, riech mal. Jetzt such den Steinpilz, komm. Such, such, such. Da! Da ist ja noch ein Steinpilz. Ja, das ist eine schöne Gruppe Steinpilze hier, guck mal. Dammloser Waldpilze. Ja, hier ist noch ein schöner Steinpilz. Wahnsinn, jetzt kommen sie allmählich. Hier auch noch ein kleiner Steinpilz. Ein Baby. Ja, hier kommen wir zu spät. Hier hat schon der Schimmel zugeschlagen und hat die schönen Steinpilze schon zerfressen. Ja, hier an alten Baumpilzen tut sich gerade ein Schleimpilz gültig. Der hat eine interessante Farbe. Der ist so purpurrot, so rötlich. Aber ich weiß nicht, ob das die Kamera so aufnimmt. Wunderbar, wie dieser Dachpilz aus dem Baumstoken rauswächst, nicht? Ja, hier haben wir auch noch einen Pilz im Wald, aber reichlich überständig, der ist ja schon leer. So Leute, das soll es für heute gewesen sein. Ja, wir haben einigermaßen gut gefunden. Die Zeit hier oben im Norden, die geht jetzt auch allmählich los, die Pilzzeit. Ja, wir haben also Steinpilze gefunden, ja, auch in guter Größe, sagen wir mal. Dann haben wir ein paar Täublinge gefunden, Dachpilze und auch Goldröhrlinge. Hier Goldröhrlinge und Ziegenlippen auch. Ja, wollen wir mal gucken, wie wir sie verwerten können. Allzu viel ist es nicht. Es reicht gerade für zwei Teller, reicht aber für uns aus. Und man soll sowieso nicht sammeln, mehr als man braucht. Warum auch? Die Ressourcen sind zu schonen. In diesem Sinne, viel Vergnügen mit diesem Film gehabt zu haben und wünschen wir uns demnächst wieder viel Trüff Trüff, euer Charlie.